Yeah. Last year, the song, my Liebe. Das erste Mal ging's mir wie Boris Becker. Bin ich schon drin? Gleich ein schlimmer Beginn. Du sagst, ist nicht so schlimm. Ich hatte schon oft von diesem Ort gehört, aber mir kam nicht in den Sinn, dass ich so jemanden wie dich hier drin finde. Die ganzen anderen Frauen vor dir wollten nur Spiele mit mir spielen, die mir nicht gefielen. Deshalb wusste ich von Liebe nicht mehr viel, dass du kamst. Ich hab dich angeschaut und nicht lang gebraucht, um's zu verstehen. Keine andere Frau so souverän, keine andere Frau so gut aussehen, keine andere Frau so leicht abzuschalten mit nur einem Knopfdruck. Und das für einen Typen wie mich, dem jeder mal Tag auf den Kopf spuckt, dessen Meinung nie gefragt ist, und wenn ich sie sag, hört keiner zu. Ich wollte mir schon das Leben nehmen, aber da standst auf einmal du. Hast mich vollkommen therapiert und das in gerade einer Nacht. Und in mein graues Leben wieder ein bisschen Farbe reingebracht. Standst plötzlich da und bat mich näher zu kommen. Und so hat die Affäre begonnen. Ich hatte noch nie eine Frau wie dich, ohne Körper, ohne Gesicht. Nur auf Bildschirm zu mir spricht und trotzdem liebe ich dich. Du hast mir meinen Kopf verdreht, so wie es all deinen Opfern geht. Was hast du mir noch mehr zu bieten, Baby? Du hast Chatrooms, du hast Websites. So kann ich jedem meine Meinung sagen weltweit. Ich fühle mich plötzlich wie ein besserer Mensch, aber bin froh, dass draußen keiner meine Fresse erkennt. Mit uns zwei ging's ziemlich schnell, bald war alles offiziell. Standesamt hieß AOL, wir reisten um die ganze Welt. Du hast so viele Seiten und wenn mir mal eine nicht gefällt, dann hast du gleich die Links, mit denen ich mich auf die nächste will. Durch dich lerne ich Leute kennen, du machst mir Connections klar, befriedigst mich total und dabei haben wir noch nie Sex gehabt. Und ich weiß noch, letztes Jahr starb ich fast vor Selbstmitleid. Dann kamst du und hast mir diese vollkommen neue Welt gezeigt. Ich fühle mich wie im Paradies und wohne im Industriegebiet. Und deshalb sitz ich hier und schreibe dir jetzt dieses Liebeslied. Denn ich hatte noch nie eine Frau wie dich und ich bin fast 40, traurig nicht. Und durch dich lerne ich im Netz Millionen Loser kennen, genau wie mich. Ich hatte noch nie eine Frau wie dich, ohne Körper, ohne Gesicht, die nur auf Bildschirm zu mir spricht und trotzdem liebe ich dich. Du hast mir meinen Kopf verdreht, so wie es all deinen Opfern geht. Was hast du mir noch mehr zu bieten, Baby? Du hast Chatrooms, du hast Websites. So kann ich jedem meine Meinung sagen weltweit. Ich fühle mich plötzlich wie ein besserer Mensch, aber bin froh, dass draußen keiner meine Fresse erkennt. Ich muss nicht mit dir essen gehen, brauch nicht mit dir fernzusehen. Schalt dich aus, wenn du mich nervst und zwing dich so, mich ernst zu nehmen. Muss dich weder durchfüttern, noch ständig einkleiden. Alles, was du mich kostest, sind ein paar Telefoneinheiten. Ich hab dich nur einmal angemacht und du hast mich um meinen Verstand gebracht. Komm, Baby, surfen um die ganze Welt. Ich hab die Sachen schon zusammengepackt.